Wer hätte das gedacht? Wir kommen eher raus. Kapitel 7. In Gedenken an F. Potenza. Empire Bay, 10. April 1951. Oh yeah. Galanti hatte nicht so viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Gut, wirklich älter geworden sind wir ja nicht, ne? Aber wir sollen Joe besuchen, geht klar. Jetzt sind wir also in den Sweet 50s angekommen. Das finde ich gut und wir haben Sommer. Wir erleben Empire Bay im Sommer, ist das nicht schön? Coole Sache. Dann schauen wir noch bei Joe vorbei. Eigentlich wollte ich schon lange Schluss gemacht haben, aber bei Joe können wir noch kurz reinschauen. Und ich finde es gut, dass wir über Galanti vielleicht in die Sippe von, die Sippe sage ich schon, in die Familie von Don Vinci reinkommen. Denn den anderen, den fand ich alles andere als sympathisch. Na Kollege, du bist doch der Typ hier, der seine Frau... Verzieh dich! Nee, du bist doch ein anderer, du siehst bloß genauso aus. Wie der Typ, der seine Frau hat am Auto stehen lassen. Na gut. Ich glaube, wir sind falsch. Danny Mangini ist nicht der Richtige. Aber der hat doch da gewohnt, oder? Moment mal. Hat er nicht da oben gewohnt? Nee, hier. Ach nee, Quatsch, ich bin eins zu niedrig noch. Alles klar. Hier müssen wir hin. Hi. Hier müssen wir hin. Zieh Leine, Kleiner. Naja, bla bla. Vito! Hat mal wieder Besuch. Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein. Komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey! Es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ah, hier. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Du stehst mir im Licht. Ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ich finde auch gut, dass Vito seine Haare schon wieder hat. Das gefällt mir doch ausnehmend gut. Und haben wir noch die alte Karre hier in der Garage drin, oder? Ja, haben wir. Okay, weiß nicht, ob wir davon einen nehmen wollen oder ob wir vielleicht einfach draußen einen neuen klauen. Ach, Mann. Ich glaube, wir nehmen draußen mal einfach einen neuen, oder? Schauen wir mal, was uns so über den Weg fährt. Und dann knacken wir einfach mal, was so ankommt. Alles klar. So, haben wir irgendeine... Ey, pass mal auf, wo du lang fährst hier, du Arsch. Haben wir irgendeine Karre, die hübsch aussieht? Das sieht ja hässlich aus, das Ding. Wie, mit Holztüren und alles. Bah. Ich glaube, ich nehme mal den hier. Na? Und offen. So, neues Auto, neues Glück. Schön, dass du wieder da bist. Ist nicht schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und hab für sie gearbeitet. Ah, echt?
Ja, warte mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich, ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Ich will nicht bei den Falcons landen. Ich will schön zu Don Vinci. Da würde es mir weitaus besser gefallen. Ich habe mir fast gedacht, dass wir in verschiedenen Familien landen. Willst du die Drecksbullen auf uns aufmerksam machen? Ja, ja, bla bla. Krieg dich gefälligst ein. Und es am Ende vielleicht darauf hinauslaufen wird, dass der eine gegen den anderen kämpfen muss. Dass der eine den anderen ausschalten muss. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Ah, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Genau meine Kragenweite. Gut, dann schauen wir uns mal unser neues Heim an. Dein neues Apartment ist in der obersten Etage, das finde ich gut. Und hier scheint die Nachbarschaft auch etwas angenehmer zu sein als in der anderen Wohnung, in der von Joe. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass Sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen Apartment. Super. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis. Und hier ist das Bad. Sauber und modern. Und so viel heißes Wasser, wie man will. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Groß genug für zwei. Auch für drei. Aha. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Okay. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Na klar. Falls doch. Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Gut. Zieh dir einen Anzug an. Da bin ich doch sehr dafür. Das finde ich positiv. Wenn wir aus den Klamotten rauskommen. Ja, ist jetzt nicht die Superhütte, ne? Muss man auch sagen. Weil hier zumindest die Wohnungstür zumachen. Aber es ist besser als nichts, würde ich sagen. Muss bloß jemand erklären, wo hier verdammt nochmal mein Kleiderschrank ist. Vielleicht hier mit drin? Ich weiß es nicht. Hier? Nein. So, ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen hier. Das hier vielleicht? Nee. Okay, ich nehme mal wieder hier die Schleichversion raus. Wo haben wir denn? Hier, Kleidung wechseln. Ach, das hier ist keine Tür, das ist der Kleiderschrank. Ich Idiot. Okay. Was ziehen wir denn mal an? Freizeitanzug? Könnte man machen. Ja, ich glaube, wir nehmen mal den Freizeitanzug. Zählt doch als Anzug, oder? Ja, Freizeitanzug ist gleich Anzug. Genau. Gut. Dann gehen wir noch zum nächsten Speicherpunkt und dann ist Feierabend. Hoffentlich kommt der Interessent bald. Ich habe heute viel zu tun. Der Wohnungsmarkt boomt. Ist das Haus neu? Gibt es ein Problem, Sir? Ich warte hier auf einen anderen Interessenten. Nee, passt schon. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt irgendwie ein neu gebautes Haus ist, weil du hier die ganzen Wohnungen vertickst. Und ich nehme natürlich mal hier mit. Oh, geht schon. Könnte schlimmer sein. Gut. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen und was der gute Joe mit uns vorhat. Ich bin ja immer so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, was ihn angeht. Also, ich glaube, die Klamotten haben sich auch verändert hier, ne? Habe ich so das Gefühl, ist ein bisschen freizügiger geworden alles. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch bei seinen Ideen, weil er doch, naja, er ist halt so ein Typ Mensch, der einen dann immer in irgendeine Scheiße reinbringt und immer das für eine gute Idee hält. Aber es ist eben sein Kumpel und der will ihm halt auch irgendwie nur was Gutes tun letztendlich. Wir schauen mal. Ich befürchte bloß, dass er eben irgendwie angeleiert hat, dass wir in die Falcone-Familie aufgenommen werden. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht beim jungen Mr. Falcone landen. Schon allein, weil ich den Namen auch mit dem Mafia-Boss aus Batman verbinde. Und der war scheiße. Gut, wie weit haben wir es denn? Nicht weit, einfach nur die Straße runter. Mensch, Empire Bay im Grün könnte mir gefallen, muss ich sagen. Das ist doch schon ein ganzes Stück hübscher als in diesem eklig kalten Winter 45. Wenn man hier so... Oh, Verzeihung! Wenn man so ein bisschen hier mit durch Little Italy browsen kann. Verzeihung, tut mir leid. Bis zum nächsten Zusammenstoß.
und dabei links und rechts auch mal ein paar Bäume hat. Und eben nicht bloß Eis, Sturm, Blizzard, Schnee, Eis. Geh doch mal weg hier. Komm. Ja, die Karre, die ist jetzt ja bloß so Gebrauchskarre hier. Die brauchen wir danach nicht weiter. Zack. Ach, wir gehen zu Joe. Ah, ich dachte, wir gehen jetzt hier direkt in die Hütte, zu der er uns führen will. Na gut, dann gehen wir eben erstmal zu Joe. Wo war der Eingang? Hier? Ja. Ist mir auch recht, ist mir auch recht. Und dann mal schauen, wann es das nächste Mal speichert. Wer bist du denn? Egal. Gut, gut, gut. Was ist denn hier los? Hier sitzt der nächste Säufer vor der Tür rum. Na gut, was soll's. Holen wir ihn ab und dann auf ins Restaurant. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Wart's ab. Ein Freund von mir kommt gleich vorbei. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Hübscher Anzug. Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey Joe! Hey Eddie, wie läuft's denn so? Na bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir. Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Gehen wir. Hey Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Ups, und, hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepult. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen's ihm im Auto. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das wirklich gut heißen kann, aber ich glaube, jetzt geht's erstmal in irgendeinen Stripschuppen, so wie das klang, ne? Kann okay, das sein? Fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich, wohin. Richtung Oyster Bay. Garantiert. Garantiert irgendein Gentleman's Club, den wir besuchen können. Ja, ja, langsamer, kannst du vergessen. Also, was hat dir im Bau am meisten gefehlt, Vito? Titten. Freiheit. Ja, was noch? Ja... Alt, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseballspiel? Nein. Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt. Na, Puff sogar, okay. Puff? Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Willst du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsieren? Keine Panik, Vito. Die Mädels da verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Das Geschäft steht immer an erster Stelle. Na los, Vito, steig in die Eisen. Da hast du vielleicht die falsche Reihenfolge für deine Aktivitäten des heutigen Tages getroffen, oder? Kann das sein? Weil du ja jetzt schon angetrunken bist und dann dort noch weiter saufen willst, weiß hast ich... Hast du nicht gesehen, dass rot war? Halt die Klappe. Und ich dachte eigentlich, Stripclub, ja, okay, weil Titten und so, ne? Aber dass sie dann gleich direkt in den Puff gehen, okay. Wenn sie meinen, ich bezahle es nicht. Also, ich habe mit Leo Galanti über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja... Oh ja. Weil ich... Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und... Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh, okay. Ja. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch gerne einen Job anbieten. Interessiert?
Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Warum? Auf euch, Jungs. Warum? Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Warum fragst du nicht Leo?